Da war ich unterwegs hier in München in der Innenstadt mit dem Fahrrad und wurde von jemandem richtig mies behandelt und beschimpft. Und zwar aufs Allerübelste. Ich war da nicht allein, ich war da zusammen mit meiner Schwester. Und um uns herum gab es eine Menge Leute und alle haben zugeschaut, keiner hat was gesagt. Es kommt halt oft dass sowas vor. Zum Beispiel, wenn ich mal Bahn fahre oder Bus und ich setze mich irgendwo hin, neben mir ist vielleicht so eine und der steht einfach auf und geht. Bei der Corona-Zeit, da wurde ich ja auch, weil ich asiatisch aussehe, wurde ich auch so runtergemacht. Ja, ihr isst doch Fledermäuse und ihr kommt aus China, alles ist dasselbe. Ein sehr prägendes Ereignis war für mich, als ich mit 14 Jahren aus der Schule kam und in Barmbek auf den Bus gewartet hatte und sich aus dem Nichts jemand vor mich hingestellt hat und einen Nazi-Gruß gemacht hat. Die haben mich halt als Neger beleidigt und da fühlt man sich ja heruntergedrückt. Die denken halt, dass was Besseres sind und ja, das ist halt schlimm. Bei einer Wohnungsbesichtigung in München für eine Einzimmerwohnung war es der Vermieterin besonders wichtig, mir nahezulegen, dass ich nur alleine in dieser Wohnung wohnen kann und da nicht mit meiner Großfamilie einziehe, wie das ja nun mal so üblich ist bei Leuten wie mir. Die Wohnung habe ich auch nicht bekommen. Was mal passiert ist, war eine Patientin, die sich nicht von mir behandeln lassen wollte, da ich eine dunkle Hautfarbe habe. Ich bin seit 30 Jahren eigentlich in Deutschland und fragt man sich, ja, wann werde ich anerkannt, wann gehöre ich dazu? Steht auf, sagt was, verteidigt die anderen. Es ist nicht falsch, jemandem zu sagen, dass er so etwas nicht sagen darf, dass er nicht rassistisch sein darf gegenüber Menschen. Aber die Stille ist echt das Schlimmste.